Guten Tag bei diesem Black Kids Labor. Wir machen kurz einen Test. Wir vergleichen die Anzeige des Spektrumanalyzers von einem Megahertz bis einem Gigahertz mit dem Level-Pegel-Messgerät. Ich habe hier einen Diodenmesskopf dazwischen geschaltet. Die Schritte sind immer 10 Megahertz, also damit wir da nicht stundenlang auf den Bildschirm schauen müssen. Und ich habe einen Continuous Peak eingestellt, sodass immer die Frequenz, die beim Signalgenerator anliegt, die dann auch angezeigt wird. Ich starte mal, damit man das ein bisschen sehen kann. Das startet nun, man sieht jetzt immer wieder die Frequenz oben und dann unten die dBs. Zum Beispiel jetzt 1156 und 1107 zum Beispiel auf dem Label Pegel-Messgerät. Das werde ich dann so zusammenschneiden. Interessant ist zu sehen, wie sich wie linear die ganze Geschichte ist und vor allem wie übereinstimmend die beiden Geräte sind. Ich habe eine Verweilzeit beim Signalgenerator von 2 Sekunden eingestellt, damit es eben auch ein Signal gibt, das abgelesen werden kann. Sie sehen an den Schritten, immer 10 Mega. Und weil der Diodenmesskopf am Level-Pegel-Messgerät viel, viel schneller ist als der thermische, geht das auf. Also beide Geräte haben genügend Zeit, sich zu stabilisieren und ein kohärentes Signal anzuzeigen. 1156, ja. Also die Spezifikation vielleicht noch vom Spektrumanalyzer ist plus minus 0,5 dB. Das ist, was er einhalten soll. Und ich denke, oder ich hoffe jetzt, dass er das auch tut in einem Frequenzbereich bis 1 GHz. 1 GHz habe ich gewählt, damit ich meinen Power Splitter, den ich dazwischen geschaltet habe, nicht überfordere. Der ist nicht sehr für höchste Frequenzen ausgelegt, ist zwar schon spezifiziert über bis zu 2,5 GHz, aber ich habe das ausgemessen und der Abfall nach einem Gigahertz, also die zusätzliche Dämpfung ist doch recht groß. Und wenn ich da bis 1 GHz gehe, möchte ich doch den Einfluss des Power Splitters nicht zu groß werden lassen. Wir sind jetzt bei ungefähr der Hälfte, 600. Und im 1,95 zum Beispiel, 1,25 ist die Realität. Also wir sind da knapp in diesem Bereich von einem halben dB. Manchmal ist es ein bisschen mehr, also ungefähr stimmt das nicht ganz genau. Aber ich würde mal sagen, so große Abweichungen haben wir nicht, vielleicht 0,6 manchmal. Wobei minus 1217 und minus 1180, wir sind in diesem halben dB. Ich dürfte, nehmen wir mal an, dass das einigermaßen kohärent ist. Wir sind knapp jetzt dann bei diesem Gigahertz. Ich werde das mal laufen lassen bis zum Schluss und am Schluss dann den Wert auch noch ablesen bei einem Gigahertz, der dann stabil ist. Dann können wir das noch am Schluss vergleichen, was wir da erreicht haben. Schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor und diesen Vergleich der Amplitude respektive der dBm's auf den Spektrumanalyzer und auf dem Level-Pegel-Messgerät. 89, 99 und jetzt sind wir dann jetzt bei einem Gigahertz genau. Und hier 1270 und 1193. Hier sind doch schon einige Differenzen zu sehen. Schönen Dank und bis bald.